Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier dran nach dem neuen Update. Da hatte ich ja das Patch Note vor einigen Tagen gemacht. Oh, was haben wir hier? Yellow Bed. Kannten wir das noch gar nicht? Ich dachte eigentlich schon. Können wir jetzt ja farmen. Da habe ich ja hier diese kleine Ecke gebaut. Und auch schon mal ein paar Tierchen, die ich jetzt noch abernten kann. Miet die mal einen Schuh. Ich saug dir die Augen aus. Bis es blub macht. Blub. Was haben wir dann bekommen? Pixie-Dopings. Was ist das? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. So, warte mal, wir müssen dich einmal waschen. Ich pack das mal hier runter. Ah, du bist ja soweit frisch. Einmal spülen. Guck mal, da hängt die Zunge. Wie geil. Gleich mal was mittrinken. Und das Geblubber geht natürlich im Hintergrund weiter. Unser Gemüse ist auch da, aber mir fehlt ein Tier. Ich kann mal nochmal füttern. Ach nee, der ist noch gut gelaunt. Ich hatte doch ein Leafy. Ja, der pennt weiter. Mein Leafy ist weg. Wo ist sie runtergefallen? Nee. Boah, wie blöd. Da ist es. Was machst du denn da unten? Follow me. Hat auch Hunger. Ich habe jetzt nur leider gar nichts zu essen, aber kann ich dir eine Blume geben? Ne. Ah, hier haben wir Pilze. Nehmen wir die doch mal mit. Und. So, jetzt geht es hier hoffentlich besser. Okay, aber wir müssen unsere Farm hier vergrößern. Dazu ernten wir erstmal. Und ich werde noch nicht kochen. Hallo? Guck mal, die können nun gar nicht mehr laufen. So, hier darfst du stehen bleiben. Die teleportieren sich jetzt nur noch. Ja. Daraus müssen wir jetzt neue Samen machen, damit wir auch genug haben und danach können wir mal kochen. Dup, 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 plup. So, gib mir Samen. Ah, guck mal, hier haben wir noch Holzpatties. Blub, blub. Ein paar Rüben. Und Stroh. Ah, ich kann mal hier, die brauchen wir auch nicht. Das können wir schon mal loswerden. Zack, zack. Ach nee, Knochen kommen ja gar nicht da rein. Knochen kommen daneben. So. Jetzt gucken wir hier nochmal nach Zaun. Und vielleicht so ein Türchen. Machen wir denn ein Türchen? Da. Ein Seil, zwei Sticks. Seil müssen wir erstmal machen. Gib mir Seil. Und die brauchen wir auch. So wie auch Sand. Wasser. Na, guck mal, hier, die sind schon durch. Bam. Und nicht vergessen, mit Q kann man das machen. Da kann man hier jetzt unser
Türchen bauen. So, haben wir jetzt alles? Das, Sand. Ja, wie können wir uns später überlegen? Denn wir vergrößern das jetzt natürlich ein bisschen. Die Frage ist nur, wie weit? Ich nehme dich mal hier raus. Ich sag mal, vier solche Felder am besten, ne? Dazwischen habe ich immer 1, 2, 3 Platz. 1, 2, 3 Wasser. Und unten mit Sand ausfüllen. So, Dings. 1, 2, 3, 4. Ne, dahin, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Passt. Und auffüllen. Und der Zaun geht wo lang? Zwei hinter. Also hier. Damit das hier auch schön in Ruhe gelassen wird. Boing. Jawohl, mal lang. In welchem Verhältnis man was braucht, weiß ich noch nicht. Deswegen mal hier so auf gut Glück. Hier kommt mal unser Türchen hin. Zack. Jetzt brauchen wir die Axt. Ah, nee. Wir wollen die alle in einer Richtung haben. So, warte mal. Wässerschen geht der relativ links so eine Farm. Jetzt wieder hier ernten. Also nicht ernten, sondern bebeten. Aber ich bin ja froh, dass ich hier so viel Platz gelassen habe. Neben dem Haus. Es wird jetzt kein übertriebenes Feld, sondern quasi eher so ein kleiner Gemüsegarten. Oh, ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Setzen wir mal hier ein paar Fackeln drauf. Zack. Hier so mittig. Ist das mittig? Ja, nicht ganz egal. Na, eine zu viel. Mit die mich hier schön in Ruhe lassen. Oh, guck mal hier. Geht schon wieder weg. Da ich bin gar nicht drüber gelaufen. Ich weiß nicht, boah, da müssen wir direkt wahrscheinlich beernten wieder hier. Wie zieht's? Zack, zack, zack. Von der Seite einmal. Zack. Jetzt hier noch. Ja, und wenn es jetzt schief ist, ist es auch wurscht. Aber nee, es passt. So.
Wovon haben wir noch ohne Ende? Die roten. So, das dürfte jetzt garantiert verkehrt rum sein, wie ich das kenne. Ah, nee, doch nicht. Ja, bleib mal schön draußen, dummes Schwein. Nein. Geh weg. Der Zaun hilft ja mal gar nicht. Aber klar, dass die Scheißkrabbe auch noch hier hochkommen will. So. Haben wir jetzt Ruhe? Noch jemand? Nee. Ah, Mist, verdammter. So, wir holen uns erstmal die nächsten Seeds. Wie Seeds haben wir gemacht? Nehmen wir die hier. Ja, es dauert echt lange. Das hätte ich mir vielleicht doch ein bisschen schneller gewünscht. Boah, schon wieder ein daneben. Dumpti-dumpti-dumm. Oh, zack. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Aber einmal so einen Acker bestellen, dauert seine Zeit. Nee, hier fehlt keiner, okay. So, und jetzt haben wir noch eins übrig. Ja, davon haben wir nur vier. Da brauchen wir dann quasi auch nur die eine Seite nochmal beackern. Da müssen wir noch ein bisschen mehr rausholen. Zack. Perfekt. Und dann gehen wir jetzt mal schnell schlafen. Wie gesagt, das wächst in Echtzeit. Das heißt, es wird dann leider nicht gewachsen sein, glaube ich. Aber wir haben es wenigstens helle. Und darauf kommt es mir gerade nur an. Schlaf gut. Boah, dieses Geblubber geht mir tierisch auf den Senkel. Ah, da tut sich nichts. Aber ich wollte eine kleine Kiste machen, die ich direkt daneben stellen kann. Und zwar werde ich da eine unverwüstliche Kiste mal bauen. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Hier ein Active Chest. Dazu brauchen wir zwei davon. Das kann mal alles hier bleiben. Zack. So viel Müll. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. So. Stone Slabs. 1, 2, 3, 4 waren es, glaube ich. Jawohl. Oh, und dadurch haben wir auch noch was freigeschalten. Hier Active Table. Grande. Active Chest. So. Und die hauen wir uns jetzt erstmal daneben. Zack. Da können wir die überflüssigen Samen reintun. Ach ja, das hier ist halt, wie gesagt, scheiße. Und die
Da haben wir, können wir das so schon mal zu Saatlingen machen. Ziemlich coole Sache. Wenn man denn genug Tierchen hat und die ganze Scheiße mal von denen aufsammelt, kommt man schnell voran. So, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Unkraut zupfen. Zack. Und jetzt braucht man eigentlich noch ein Tiergehege. Die Frage ist, wo ich das hinhaue. Hier haben wir noch eine Kiste. Und wieder ein Hut. Ist das da hinten hin oder haue ich das? Ich gucke mir das mal kurz von oben an. Zack. Diese Blubberdi-Blubb geht mir auf den Sack, habe ich das schon gesagt. Es ist sehr neblig, ich sehe gar nicht so viel. Da habe ich jetzt den. Am besten dann vielleicht da ins Haus. Oder dahin. Würde auch, glaube ich, ganz gut verkehrt sein. Ich setze ihn dahin. Also hier. Wie bauen wir jetzt einen schönen Stall? Natürlich auch mit Zaun. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir alles finden. Ein schöner Zaun. Hey, wir brauchen natürlich auch mit Unterschlupf und so. Dazu braucht man noch mal ein bisschen Dach. Habe ich ja Gott sei Dank noch. Ich habe ja noch jede Menge Holz. Welches war denn das Floor? War das das raue? Nee, das ist das gute. Die Wall war das. Genau. Das ist nicht verkehrt. Ja, das Stroh nehme ich auch mal mit. So. Gucke Mama. Dann ruhig hier so hin am besten. Ah, ja, das braucht ein Fundament. Das braucht natürlich ein Fundament. Dazu müssen wir nochmal runter. Nicht wegen den. Ich nehme mal hier die grauen Dinger. Die sind vielleicht nicht verkehrt. Nehmen wir so ein paar Wood Sticks mit. So. Tadam. Und zwar am liebsten hier. Den Baum lassen wir mal stehen. Vielleicht gehen wir hier auch über Eckermaß. So. Zack. Nur irgendwie gleich lang am besten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt doch. Eins, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, so ungefähr. Aber nur ungefähr. Ich weiß noch gar nicht. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich. wie ich es machen soll. Hilfe. Ja, hier so die Ecken wieder. Unsere beliebten. Und. Zack.
Und hier wieder die Ecke. Ja, die sieht dann hier so aus, leider. So, ich brauche schon mehr. Jetzt müssen wir ja nicht runterlaufen. Jetzt können wir einfach hier direkt anfangen. Ja, so ist blöd. Aber das so machen. Das heißt, hier auch ändern. Eins, zwei, drei, vier. Und hier würde das, genau. Stimmt jetzt, ne? Ne, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah, okay. Machen wir nur so. 1, 2. Zack. Als Stabilisatoren. Hoch, auch schon alle. Wohl. Ja, doch, ich denke, das ist hier eine gute Position. Zack. Bum, 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 bum. Aber wenn ich gerade so mal aufs Öhrchen, auf die Uhr lucke, ich glaube, ich muss schon wieder ein Päuschen machen und dann bauen wir das hier in der nächsten Folge weiter. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet, wenn das nicht schon bei meinem anderen gemacht hat, von meiner kleinen Mini-Farm hier. Irgendwann werden wir die vergrößern müssen. Guck mal, es wächst schon. In der nächsten Folge haben wir wahrscheinlich hier alles zum Abernten. Und dann können wir vielleicht schon backen. Vielleicht wird auch der kleine Stall hier bis dahin fertig sein. Und vielleicht machen wir noch was ganz anderes. Ich weiß es noch nicht. Danke fürs